Ja, liebe Wummus-Freunde, hier sind wir wieder und diesmal wieder live und in Farbe. Und es ist nicht ein Filmchen aus unserem Archiv, sondern heute am 30. Januar 2021 frisch aufgenommen. Und zwar waren wir in Schieder unterwegs. Und zwar der Ort Schieder-Schwalenberg ist ja vielleicht bekannt, ist ein Ort bekannt durch Möbelindustrie. Es gibt auch einen netten See in Schieder mit einem Freizeitgelände und einem Wohnmobil. Park und einen Wohnmobilstellplatz direkt da am See. Und hier in der Nähe des Sees gibt es eben das Schloss Schieder, zu dem wir gerade schon in Windeseile hingeflogen sind. Und dieses Schloss Schieder ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut worden und war im Besitz einer Nebenlinie des Hauses Lippe, bis es 1789 an das Fürstenhaus zurückfiel. Bis 1918 diente es als Sommerresidenz. Ja, das Gebiet um Schieder, das war im 15. Jahrhundert mehr oder weniger verödet. Es gab da eine Glashütte, sonst gab es da nicht sehr viel. Und mit Mark Schieder kam dieses dann an ein Augustinerkloster in Blomberg. Und dieses baute den Besitz zu einem Gutsbesitz aus, der 1553 im Zuge der Reformation an die Grafen zu Lippe kam. Also der Besitz bildete ab 1621 einen Teil des Gebietes der Nebenlinie Lippe-Brake, und Graf Rudolf zu Lippe-Brake ließ ab 1703 das Schloss und den Garten errichten. Ja, mit dem Aussterben dieser Linie Lippe-Brake fiel das Schloss und der Besitz 1773 an Schaumburg-Lippe. Und die Grafen ließen dann den Barockgarten erweitern. Ja, nach weiterer wechselvoller Geschichte, da kam das Schloss 1789 zurück an das Fürstenhaus Lippe-Detmold und das diente bis zur Novemberrevolution von 1918 als Sommerresidenz des Fürstenpaars. Der Park wurde 1914 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ja, nach der Revolution wurde das Schloss und der Park Eigentum des Freistaats Lippe. Genutzt wurde das Schloss von 1922 bis 1968 von der Reichsbahn bzw. der Bundesbahn als Kinderheim. Ja, im Jahre 1963 wurde dann der Park, 1988 das Schloss, Eigentum der Stadt Schieder-Schwalenberg. Und das Schloss beherbergt heute das Haus des Gastes, die Volkshochschule, eine Musikschule und die Stadtbücherei. Ja, das hatte ich jetzt erzählt, ein bisschen über die Geschichte des Schlosses. Wir sind dann noch ein bisschen durch den Schlosspark gelaufen. Jetzt Ende Januar ist es natürlich alles etwas wenig attraktiv. Also es ist nichts grün da, die Bäume sind kahl und insgesamt herrscht auch so ein bisschen so eine triste Stimmung. Aber trotzdem ist es eigentlich mal ganz schön, hierher zu laufen. Die Eisflächen durfte man nicht betreten, weil die Eisflächen gab es überhaupt nicht. Und es gibt also in dem Schloss da auch mehrere von diesen kleinen Seen. Da sind wir dann auch ein bisschen drumherum gelaufen. Und es war so ein schöner Spaziergang hier in Schieder. Schieder hat ja auch einen großen Wohnmobilstellplatz am Schiedersee. Ich denke, da muss ich vielleicht auch noch mal einen kleinen Bericht drüber machen. Auf jeden Fall, man kann von Schlosspark bis zum Schiedersee eigentlich auch laufen. Das sind nur 1,7 Kilometer. Und am Schiedersee gibt es wirklich große Flächen für Wohnmobile und außerhalb von Corona-Zeiten ist es da auch immer ziemlich lebhaft und belebt. Man kann um den Schiedersee auch wunderschön spazieren gehen. Ich denke mal, da werde ich bei Gelegenheit nochmal ein Video zu machen.
Ja, wie schon gesagt, wurde dieser Garten im Stil des Barocks zwischen 1701 und 1706 angelegt. Und dieser Garten, der bestand aus dem Parterre und einem flachen Gartenbereich mit Zentralfontänen, Bassin, vor dem Schloss, das haben wir eben schon gesehen, und einem Kanal und drei Terrassen mit Treppen und Kaskaden in der Mittelachse. Da bin ich eben schon mal ganz schnell hochgelaufen, falls ihr euch erinnert. Und 1705 wurde zusätzlich eine Lindenallee angelegt. Und diese Allee bestand aus 260 Bäumen und überquerte den Fluss Emma. Ja, liebe Wurmes-Freunde, das war's schon fast von unserem kleinen Besuch, den wir heute in Schieder gemacht haben. Und ja, Schieder ist ein Ort, der sich zu besuchen lohnt. Also es gibt auch den Ortsteil Schwalenberg mit der Burg. Die ist momentan leider eingerüstet und wird renoviert, aber sonst ist die Burg auch sehr schön in Schwalenberg. Hier in Schieder kann man also auch wunderschön zum Schiedersee fahren und da also nette Stunden verbringen. Und falls euch dieser Film hier gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und aktiviert auch das Glöckchen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und macht dann mal gut, ne? Und tschüss.